2. Rachel, bitte, wir waren bei dem, bei der Kultur, die du dir zusprichst. Ja. Ich bin aktiv in jüdische Organisationen. Wir sind sehr aktiv in Bnei Brit, Roll Wallenberg. Das ist eine andere Sache, was ist, dass ich sehr aktiv bin in den vielen Aktivitäten, so wie zum Beispiel, wir sprechen zu Schulen, wir geben Schulen Preise, die über Roll Wallenberg Essays schreiben, Gedichte. In der Schule schreiben über den Roll Wallenberg, wenn, also wir teilen aus Erstpreis, zweiter Preis, wir waren schon so weit, dass wir haben sie nach Israel geschickt und die Kinder sind zurückgekommen. Hast du keine Ahnung, die sind heute Ambassadors in andere Schulen, erzählen über Yad Vashem und ich mache das alles cool, nicht das Ganze. Und das gibt mir Satisfaction, große Freude, dass wir das, wenn die zurückkamen und wir haben denen Lunch gemacht und die Eltern eingeladen und die Kinder begeistert haben über Israel. Die sind aber auch fromm, verstehst du? Die sind fromm erzogen und das war ihnen nah, sowas. Und das natürlich ist der Lehrer, nicht einmal so die Kinder, dass der Lehrer, dass wir haben den Lehrer so dazu, dass das ist so das Roll Wallenberg. Und das ist eine Aktivität und dann ist zusammen Geld für Israel. Da bin ich sehr aktiv, wie das, nicht viel so. Auch Bnei Brit, Israeli Committee. Und Kultur ist alles wieder jüdisch Israel. Was ist? Amos Oz. In Hebräisch? Yehuda. Nein, Englisch. Englisch. Englisch, weil ich gehöre in eine Book Discussion Group. Aha, aha. Und da haben wir immer Diskussionen, wie was das führt, dass jedes fünfte Buch soll sein, dass es hat mit Judentum. Aha. Sonst ist das ist ein nicht das ist ein jüdischer Club oder ein allgemeiner? Nein, ein jüdischer Club. Aber es gibt auch allgemeine, dass ich gehöre nicht hin, aber von meinen Freunden, dass sie auch hingehören. Aber weil das ist Bnei Brit Gruppe, da können wir verlangen, dass jedes fünfte Buch muss haben mit Judentum zu tun. Sonst ist jetzt moderne Literatur und sehr viel Ethnik-Literatur. Also israelische Literatur liest du aber in Englisch? In Englisch. Es ist nicht schwerer jetzt im Hebräisch zu lesen. Ich komme, denn es muss sein. Ja. Ich krieg das, aber ich schaffe das. Ja. Aber es ist natürlich viel leichter. Jetzt, wenn der Amos Oz bei uns war, und auch in Englisch, auch in Hebräisch, ich habe organisiert einen Abend, das war Mosei Yom Kippur und er ist gekommen zu uns sprechen. Warum? Weil, wir haben ihm gesagt, das Geld geht für einen Student, einen äthiopischen Student, hat er gesagt, ach, schack, gemacht, Mosei. Das war so nett von ihm und kaum. Wirklich sehr aktiv. Also alles für Israel. Ich koche. In Bnei Brit, wirklich wahr. Für allgemein, 2-mal im Jahr für 150 Leute ein ganzes Dinner und mach $1,500, das ist für Israel. Ich weiß, dass Josef beschäftigt sich sehr mit Shoah und Museum und so weiter und es lebt in ihm, obwohl er nicht durchgelebt hat, lebt es in ihm sehr, sehr stark. Du weniger oder verdrängst du es mehr? Ich will nicht sagen verdrängen, aber ich, so im tagtäglichen Beispiel, viele Freundinnen sagen zu mir, nicht heute mehr, am Anfang, was? Du warst im Lager? Trotzdem, ich habe meine Nummer! Ja. Ich denke, weißt du, du bist gar nicht. Du bist eine fröhliche Person, du hast gute Laune immer. Zum Leben. Du bist eine lebendige Person.
Nein, ich komme nicht jeden Tag dazu. Nein, man kann, sonst kann man nicht. Kann man nicht leben? Nein, kann man nicht leben. Ich sage nicht, dass ich das, dass ich, bin ich bewusst, dass ich das vergessen will. Ich will das gar nicht. Nein. Du denkst daran? Ja. Du sprichst darüber? Ja, aber nicht mit Gewalt, weißt du, ich komme nicht dazu. Am Beispiel, meine Enkeltochter hat in der Schule gesprochen. Die Janit. Die Janit. Ja. Dass die Lehrerin hat mich angerufen und hat gesagt, herrlich, die Janit konnte die Kinder am ganzen Tag dabei. Und hat deine Geschichten erzählt. Meine Geschichten erzählt. Mhm. So dass ich spreche, ja, aber so die Kinder beispielsweise, seit sie klein waren, kennen meine Geschichte immer mit den Jahren mehr und mehr. Nur als kleine Geschichten von zu Hause und dann, wie das weiterging. Und es ist wunderbar, dass sie weiter erzählen. Ja, weil es gibt andere Fälle, ja, wo Leute es verdrängt haben, nicht gesprochen haben darüber mit Kindern. Und da sind sehr schwere Psychosen. Und ich, bei deinen Kindern und bei deinen Enkeln sieht man das nicht. Wie ich sie kenne, sind sie sehr gesund. Also das ist vielleicht war schwer, den Eltern das darüber zu sprechen, aber gerade weil du gesprochen hast, vielleicht ist das nicht so krankhaft geworden. Ja, aber jetzt geworden. Muss ich dir einen Moment erzählen, wo ich war wirklich krank. Ich habe gedacht, mein Magen ist platt. Josef hat einmal hier in Jerusalem eine theologische Gruppe geführt und die haben uns eingeladen, wir sollen zu denen kommen, das ist in Ostfriesland. Und wenn wir mal in Deutschland sein würden, dann... Es hat sich so getroffen, dass wir waren in Ostfriesland und wir sind nicht absichtlich. Und die haben über uns gehört und die haben uns eingeladen. Und inzwischen haben wir organisiert für uns einen Abend, das wir nicht wussten. Wir kommen hin in eine Kirche und die sagen also, heute Abend werde ich erzählen über meine Vergangenheit. Sie hoffen, ohne dich fragen, ob du bereit bist. Ohne mich zu fragen. Oh, ich glaube, es war ein Missverständnis. Es musste gewesen sein, ein Missverständnis, weil... Die haben wahrscheinlich dem Josef doch gesagt, dass wir möchten, dass ihr sollt. Aber Josef, dass wir sollen sprechen über unsere Vergangenheit. Aber Josef hat mir gesagt, dass er hat das nicht so verstanden. Er hat verstanden, dass sie wollen uns empfangen oder sie wollen uns in, die haben gerade eine Versammlung und sie wollen uns dabei haben. Kurz und bindig. Wie sie das gesagt haben, ging sie in meinen Kopf schnell vorbei. Jetzt, was mache ich? Was soll ich tun? Wie kann ich das machen? Dann habe ich mir gesagt, ich muss das machen für die nicht da sind und die nicht sprechen können. Und so habe ich dann dort gesprochen. Speziell, wenn ich mich umgeschaut habe, es waren junge Leute in der Kirche. Und ich habe lange gesprochen und dann waren sehr viele Fragen. Und ich muss sagen, den nächsten Tag, und der Pfarrer hat mich gefragt, der Pastor, also er denkt sich, ich muss eine schreckliche Nacht haben. Es war eine schreckliche Nacht. Mein Magen, ich habe gedacht, mein Bauch geht so die Krämpfe, und das war... Aber es war dir viel schwieriger, vor Deutschen zu sprechen. Ich habe denen auch gesagt, ja. Ich habe nie gedacht, dass ich werde euer das Land überhaupt betreten. Aber noch zu Deutsch sprechen, habe ich nie gedacht. Aber ich habe es gleich gesagt, ich muss das tun für die, die nicht da sind und sprechen können zu euch. Der Josef hat mich nachher gefragt, warum hast du dieses Deutsch genommen? Wissen Sie, was das zum ersten Mal hat, dass er mich gehört hat, dass ich so... Und ich wusste auch nicht. Es ist geflossen, es ist gekommen. Das war der Moment, als er sagt, ja, ich spreche darüber, ob ich denke, ich stehe früh und sage gleich, oder ich tue das nicht, sind solche, die eine Nummer sich rausgenommen haben. Das sind nie dran gedacht. Das ist ein Teil der Geschichte, Teil Knie.
oder wie ich gesagt habe, ich habe zu Kindern gesprochen. Ah, in Melbourne spreche ich in jüdischer Schule. Ich habe nicht so einen Kristall. Ja. Zu sagen, von Identität. Würdest du sagen, vielleicht, nein, ich bin eigentlich nicht australisch, nicht jüdisch, tschechisch, zum Lager? Ich gehöre zum Lager. Meine Identität ist eigentlich herausgewachsen vom Lager. Kannst du das sagen? Ein Rescapé, ein Überlebende. Das ist meine Identität. Kannst du das sagen? Da muss ich nachdenken, genau die Antwort zu geben, weil es ist alles. Es ist das und das. Wie ich gesagt habe, ich bin nicht Israelis. Ich sah gleich dort, zum Beispiel in Australien, wenn wir kommen zusammen, so irgendein Platz, wo die nicht damit träume, dass ich jeden, will ich das gleich sagen, damit es keine, dass er mir nicht, ich will nicht, dass er so antisemitisch er soll gleich wissen, dass ich bin Jüdin, und dann soll er aufpassen, soll er, mir ist egal. Ich sage gleich, dass ich Jüdin bin oder dass ich Israelin bin. Das ist eine Antwort. Dass ich Lager, das kann ich sagen, I couldn't say that I'm a Kassetnik oder ich bin ein. Nein, du bist nicht so ein Kassetnik wie der Dinur da. Ja. Oder Elie Wiesel. Ja, Elie Wiesel. Seine Identität ist eigentlich ein Überlebender, ja. Mehr als irgendwas anderes. Ich möchte nicht sagen black or white. Ja. I don't know that feeling of, dass ich sage, ich bin ein Survivor. Ich fühle mich in vielem als, wenn ich tue etwas, denke ich mir, naja, nur ein Survivor kann das machen. Mhm. Weißt du, das als Charakter, ja. Als Charakter, ja. Wie hat ich das machen können? Naja, nur ein Survivor. Verstehst du, was ich meine? Ja, das habe ich schon mehrere Leute gehört auch sagen. Ja? Ja. Aber ich lebe nicht damit, so wie der Elie Wiesel, dass ich sterben muss. Das ist nur. Gut, Rachel, also wir werden hier enden. Danke wirklich, das war so ganz spontan. Und ich danke dir wirklich.
Gespräch zwischen Rachel Amit und Miriam Dino. Rachel Amit, ich muss sie vorstellen, ich muss dich vorstellen. Ja, du lebst in Australien jetzt. Aber bitte erzähl, wo du geboren bist und eine ganz kurze Biografie zu erzählen. Ganz kurz. Ja, gut. Also, von welchem Jahr? Also ich bin geboren 1928 und das hat gehört der Tschechoslowakei. Und dann sind aber dann die Ungarn. Wie heißt er auch? Abscha. Abscha. Ich sag, immer habe ich gesagt, das ist der Platz, wo ich komme, wo der Maxwell. Maxwell. Aber seit er nicht so populär ist mehr, sage ich nicht mehr, jetzt sage ich Elie Wiesel, weil Elie Wiesel war auch nur ein halbes Kilometer nicht mehr. Ja, das ist so. Siget, ja. Rumänien. Genau, Rumänien, das war der Tiso, ist der Fluss zwischen Rumänien und der Tschechoslowakei. Okay, Karpaten-Russland. Ja? Genau, Karpaten-Russland. Ja. Das wurde dann besetzt von den Ungarn in 1939. Und natürlich, das Leben hat sich geändert, wenn die Ungarn sind reingekommen. Ich habe kein Wort Ungarisch gesprochen, aber ich bin in die ungarische Schule gegangen. Das ging, bis wir Juden können in die ungarische Schule gehen. Und was habt ihr zu Hause gesprochen? Zu Hause haben wir Jiddisch gesprochen. Und wie hast du Deutsch gelernt dann? Deutsch eigentlich habe ich gelernt. Ja. Unglaublich. Wenn ich in Konzentrationslager gekommen bin und dann nachher bin ich in Bratislava gewesen. Und dann war über jede, eigentlich jeder Jude hat drei Sprachen gesprochen. Speziell in der Tschechoslowakei, geboren, also Tschechisch, und dann die Eltern haben Ungarisch gesprochen, sodass wir haben schon Ungarisch dazu gelernt. Nicht ich, ich spreche jetzt in Bratislava, in der Slowakei, wo ich dann nachdenklich gelebt habe. Und dann Deutsch haben wir auch gesprochen. Und ich habe Deutsch erlernt eigentlich von zwei Frauen im Konzentrationslager. Wir haben Deutsch gesprochen und sie haben Jiddisch gesprochen und so haben wir uns verstanden, verstehst du? Und so habe ich das Deutsch gesprochen. Ich habe sehr schnell angefangen. So. Die ersten Jahre in der Schule hast du welche Sprache gelernt? Tschechisch. Tschechisch. Ja. Zu Hause haben wir Jiddisch gesprochen, in der Schule Tschechisch. Tschechisch. Ja, und die Umgebung? Und die Umgebung. Und hat Slowakisch gesprochen oder Ungarisch? Nein, da waren, weil es war die Grenze von Rumänien. Waren Rumänen haben dort gelebt, Ungarn haben dort gelebt, verschiedene Völker. Und sehr gut, jeder hat sich sehr gut verstanden. War nie, wie ich mich erinnere, war nie irgendwelche. Es waren und Ukrainer. Mhm. Aber gesprochen haben wir wirklich, verstanden habe ich Rumänisch, aber gesprochen haben wir zu Hause Jiddisch. Außerdem, dass wir sehr fromm, ich wurde sehr fromm erzogen, weil meine Mutter war speziell sehr fromm. Weil, wie ich mich erinnere, mein Vater in der Früh, er war ein Händler, hat nur so gehandelt, er hat zum Beispiel Obst, Partizien, wie sagt man? Plantationen, also, ja, nein. Fruchtgarten, ja. Das hat er aber, okay. Ja. Frucht gewachsen, hat gekauft, haben wir das Land für eine Saison. Für ein Jahr. Und das hat er dann verkauft. Das war eben so ein Gamble, weil das ist gelungen, nicht gelungen. Ja. Und hat Arbeiter gehabt und die haben aufgepasst. Und immer war auf einem Werk, ist er in die Dörfer rumgefahren und hat probiert, was man kann kaufen, dann verkaufen. Und wir waren sechs Kinder und davon haben wir dann, von denen haben wir uns ernährt. Genau. Und dann in der Früh. Er hat immer gebetet und hat noch was mit Talis und Gefühl. War das eine chassidische Familie? Chassidin? Ja. Der Rabbi, wenn der gekommen ist von der großen Stadt, von Siget, war er immer bei uns. Bei uns war genug Koscher. Und so war er bei uns. Und das war, alle Chassidin sind gekommen zu Besuch. Das war wirklich, das kommt mir vor, wie das war eine andere Welt. Das war aber sehr schön, sehr anders. Und wenn ich jetzt wieder zurückdenke, war das wunderbar. Und weil mein Vater so bekannt war, die Eltern haben uns, bevor den Krieg, also bevor die Konzentrationslager, haben sie meinen Bruder und mich zu den Christen, ein Bunker war im Wald gebaut und haben uns dort versteckt. Das hat Geld gekostet. Und sodass wir zwei Kinder, die größere, waren wir bei denen, und weil er so bekannt war, war das wirklich sehr schön.
waren zum Beispiel wir Kinder, waren nicht mehr so fromm. Schabbos sind wir gegangen, ein bisschen ins Wasser schwimmen. Die sind gekommen, erzählen die Eltern. Und der Vater war draußen, wir haben dem Vater gesagt, dass wir schwimmen ins Schabbos. Der Vater gegengekommen hat gesagt, Kinder, passt nur auf, dass euer Haar trocken ist, sodass die Mutter sich nicht ärgert. So war die Beziehung war sehr schön zwischen Nicht-Juden und Juden. Aber ich will jetzt nicht die Geschichte erzählen, dass wie man uns dann erwischt hat, diesen Bunker. Ich weiß nicht, was du eigentlich nicht wolltest. Na gut, das ist auch eine andere Geschichte. Thema, wir wollen eine Kurzbiografie. Also wenn wir also ich wurde nicht gerettet in diesem Bunker, weil dann kam ich doch in Ghetto. Inzwischen waren schon die Eltern deportiert. Also in Ghetto genommen. Es war noch nicht die große Deportation. Welches Ghetto war das? Das war in Erknastlatina, also das war neben Sziget. Mhm. Diese ganze Gegend, die Juden wurden alle in einen Platz. Und das war Slatina. Mhm. Und dort waren wir 2 Monate, waren wir dort, bis man uns dann deportiert hat. Aber von zu Hause, ich weiß, sind verschiedene Geschichten. Vorher, wie ich so erzählt habe, dass zum Beispiel Freitag haben. Immer wenn der Vater von Chile nach Hause kommt, irgendein armer Mann, weil diese Gegend hat sehr viel Armut. Und die Juden waren sehr arm. Sehr, sehr arm. Und es war immer ein Witz, dass man nach Hause bringt irgendeinen armen Mann, der gerade bei uns im Dorf ist, zum Abendessen. Und dann ist er gleich schlafen geblieben bei uns. Und es war in der Küche speziell für solche Leute, die so gewandert haben. So ein langer Ofen, wo die Schuld war, der Schabbos in den Ofen gelegt und von oben waren solche Kacheln lang genug, dass man schlafen konnte. Mhm. Und das war so schön am Abend, Freitag nach dem Essen, man ist gesessen und man hat erzählt Geschichten und speziell so ein Mann, der rumfährt, überall hat er gehabt, solche Geschichten zu erzählen. Du sagst, ihr habt euch gut mit der Umgebung verstanden. Habt ihr irgendwie einen Antisemitismus gespürt, persönlich? Später ja. Weil aber ich spreche von der früheren später. Als Kind war nicht. War komischerweise nur, das war vor Ostern. Ja. Und ich war wirklich ein Kind damals. Vor Ostern haben wir das war irgendwann erzogen, dass wir Juden haben den Christus ermordet. Und so das hat ein paar Tage außer in der Schule, dass wir nicht spielen draußen. Das war das. Aber später dann, aber sonst war es überhaupt nicht zu spüren. Später, weil wir hatten ein großes Haus, wir waren nicht reich, schwer gearbeitet, 6 Kinder. Aber mein Vater hat ein Haus gebaut, und wo die Oma schon da waren, und war einer, der wollte unbedingt unser Haus. Und wir wollten nicht, wollte es kaufen. Wir wollten nicht nur kaufen, wir haben in dem Haus gelebt. Und wir hatten irgendwo reingeschmissen, gerade, sagen wir, Mozei Shabbat, über Abdallah, wo man zündet Kerze, dass die neue Woche zu begrüßen. Und krach kam ein Stein in. So das Glas war in meiner Hand, das eine Erinnerung ist geflogen. Das war schrecklich. Da hat es begonnen, ja. Und was habt ihr eigentlich vom Zionismus gewusst oder gespürt oder gefühlt? Oder gab es einen Zionismus? Weil in den hasidischen Familien war der Zionismus nicht angekannt. Du hast das gefragt, gleich habe ich gesehen, dass meine 2 größere Brüder. Jetzt, der größere Bruder, der älteste, haben die Eltern in eine Yeshiva geschickt. In der Slowakei. Das war in Preschow. Da war eine Yeshiva dort, nach Preschow gegangen. Aber inzwischen, was hat mein Bruder gemacht? Eine zionistische Organisation gegangen und ist geworden ein Zionist. Aha. Und die Eltern haben gewusst, und die Eltern haben gedacht, nicht die Eltern, die haben gedacht, dass er ist in der Yeshiva. Mächtiger Tug, der ist geworden ein Zionist.
und aktiv und langsam hat er den zweiten Bruder dann hingenommen und ist nach Haus gekommen für Pesach und war nicht, also hat schon heruntergenommen den Hut und die Pelz abgeschnitten. Das hat so geärgert. Die Pelz abgeschnitten. Und er hat erzählt am meisten, dass das Antisemitismus ist schon größer dort als bei uns und er musste das machen. Die Eltern sehr, das hat ihn sehr speziell, meine Mutter hat das sehr weh getan. Aber so war die Lage, so war das so. Also, damals hast du über Zionismus gehört als Kind schon? Oh, ja, es war auch bei uns, aber die wurden versteinert. Was heißt, ich meine, fromme, nein, alles gut, bei frommen Leuten war es schrecklich, dass das Kind soll ein Zionist werden. Das wollten sie gar nicht haben. Aber die Jugend hat sich schon so getroffen, das war so underground. Und hat geträumt und gesprochen über Israel und Zionismus. Aber das war nicht offiziell. Ja, gab es überhaupt in der ganzen Gemeinde keine? Nein. Nein. Wir sind in den Cheder gegangen. Ich wusste, ich konnte lesen, ich habe nicht verstanden. Ja. Ich habe gelesen Ivrit und gesungen in Ivrit, aber auch chassidische Lieder. Gut, also weil wir nicht sehr viel Zeit haben, wenn wir springen. Also ihr seid am Ende ins Lager gekommen, ja? Ja. Ich weiß nicht, ob ich diese Periode im Lager will ich nicht. Ganz kurz nur. Also im Lager, ich habe viel Glück gehabt, das muss ich sagen, weil ich war jung und wurde schon auf dem Weg nach Birkenau und hat mich eine Älteste gerettet, weil ich war im Spital und ich habe ihr gefallen und sie hat mich zu ihr genommen und hat noch so zu ihrer Freundin, die Ärztin war in diesem Spital, das war so ein Durchgang durch den Spital, so, und sagt zu ihrer Freundin, schau, sie ist so süß, lassen wir sie für uns. In Tschechisch hat sie das gesagt und ich sage, oh sei, in Tschechisch. Und wie ich das gesagt habe, war sie so froh, dass ich Tschechisch spreche und dass ich Tscheche bin. Und so hat sie wirklich auf mich sehr, sehr aufgepasst. Und du willst sagen, dass auch tschechische Frauen mitgemacht haben an der Deportation und im Lager und so weiter? Was hast du mitgemacht? Sie war schon dort eine längere Zeit. Und sie hat schon einen Beruf gehabt. Sie war eine Insassin. Eine Kapo, wie man sagt. Aber sie war nicht Kapo über das Lager, sie war eine Kapo über den Spital. Aber es ist eine Geschichte, bevor ich zu ihr gekommen bin. Gehen wir jetzt nicht erzählen. Nein. Oder sagen wir, der Mengele ist doch unglaublich, wenn einer sagt, Mengele hat mich gerettet. Es hört sich ja an so. Aber warum? Weil ich mit der Mutter wollte bleiben. Und er hat mich mit seiner dirigiert hat und hat mich auf die andere Seite geschickt. Und ich kam immer zurück zu meiner Mutter. Und das wollte er nicht, weil ich... Er hat gesagt, ich musste hin, ich wusste damals nicht, wer das ist, dass es Mengele ist, bis er von seinem Podium runtergekommen und hat mich bei meinen Schultern so geschüttelt und sagt, ach Mädel, wenn du wusstest. Aber ich habe damals nicht gewusst, was das bedeutet. Da bin ich erst draufgekommen, später, wenn ich schon verstanden habe, dass das war keine Fabrik, was wir sehen, diese Flammen und den Geruch und alles, was sie uns erzählt haben. Denn wir haben schon gewusst, dass der Geruch, was wir spüren, ist wirklich unsere Familien dort. Aber ich war fast zu gehen mit meiner Mutter und mit zwei kleine Kinder. Also wie viele von deiner Familie sind da rausgekommen? Zwei Brüder. Na, leider sind sie sehr jung gestorben hier in Israel. Ja. Also im Lager ist es viel, den March of the Death in dem Winter, wie man evakuiert hat aus Auschwitz. Ah, das hast du auch mitgemacht. Natürlich. Also vieles. Vieles. Ja, inzwischen ist vieles passiert. Ja, aber kommen wir nach dem Krieg. So. Also nach dem Krieg, da war ich schon Zionistin. Da wollte ich schon Nordzionistin werden und nach Israel. Trotzdem, ich habe ein Fach begonnen als Krankenschwester, weil immer habe ich gedacht, ich würde Ärztin werden, eine Krankenschwester, aber war im Spital und gearbeitet und gelernt,
aber dann die Madricha, die älteste von unseren Organisation Gordonia Makaviazera gesagt, also jetzt ist eine wunderbare Alia, du gehst. Du bist zurück in deine Stadt? Ja. Aber und dort hast du deine Brüder getroffen? Wir haben uns getroffen hier. Okay, wenn du schon fragst, muss ich dir jetzt erzählen. Ja, also ich war in Bratislava mit diesen zwei Freundinnen, was ich befreit geworden bin. Und die, da wollte ich jeden, wir sind befreit geworden nach Bratislava, da war die Schwester und die hat schon die Heim gefunden. Pflegt, weil sie wurde in einen Bunker gerettet. Es waren nicht viele in Bratislava, dass sie sich so gerettet haben, aber sie hat schon auf uns gewartet. Also sie hat gewartet, jemand soll zurückkommen. Und wir sind nach hingekommen und da bin ich dort geblieben. Aber wie die Transporte immer gekommen sind, waren Listen oder es waren mit den Transporten, sind wir immer rausgefahren, sehen, wer es angekommen ist. Vielleicht ist jemand von meiner Familie. Und bei uns im Haus hat ein russischer Offizier gewohnt, also bei der Hilda, bei der Freundin, ja, wo ich mit ihr zurückgekommen bin und ihre Schwester schon zu Hause war. Das Haus war groß und ein russischer Offizier hat dort gewohnt. Und der hat uns immer mit seinem Wagen rausgenommen zu der Station, ob jemand angekommen ist. Und niemand, ja, und niemand wollte schon mehr gehen. Schau, jeden Tag gehst du, niemand kommt an, was wir für mich... Und ich habe so gebeten, den russischen Offizier, soll mich rausnehmen, soll mich hinbringen. Und er war so ein Vater, weißt du, wirklich, er hat mich so behandelt als seine Tochter, er hat mich so verstanden. Und wir haben niemandem gesagt in der Familie, und er hat wie mich alt rausgeführt. Warst du 14? Na, wenn ich schon nach dem Krieg, das ja, war ich 16 Jahre. Ja. Und der hat mich genommen zu der Station, wie die ankommen. Ich gehe und er sagt, da siehst du, niemand ist da. Und er hat mir da, ich habe ihm leid getan. Und auf einmal höre ich, Ruschenka, Ruschenka, was du sollst. Ich gucke, ich sehe niemanden und er schreit, Ruschenka, das war mein Bruder. Der hat, ich weiß nicht, 32 Kilo oder 28 Kilo, ich will mich jetzt nicht glauben, aber zwischen 32 und gar nicht, nur Knochen. Und den haben wir nach Hause gebracht, also zu der Hilda. Und das ist er, nie hat er können das vergessen, den ersten Bad und das Essen und also nachdem er hat, wir haben gepflegt, sind wir nach Hause gefahren, wir beiden. Nachdem er hat schon zugegeben, ich will ja alles mache ich so kurz und schnell. Und da sind wir nach Hause gefahren. Das war auch eine Geschichte, weil es waren ja keine Transporte. Das ist eine andere Geschichte. Das ist another story. Ja. Wir sind nach Hause gekommen und wir haben, der ist nach Hause gekommen. So dass wir haben probiert, etwas aufzubauen wieder, aber es ging nicht mehr. Dann sind wir, er ist geblieben, ein Bruder, der schon zu Hause war, ist geblieben, weil es sind ein paar von diesem Ort nach Hause gekommen und er hat gesagt, er bleibt, aber Israel und ich, weil wir schon waren in der Organisation Gordonia Makaviazera, die sind nach Bratislava gefahren und wir sind dort geblieben und immer noch zurückgekommen zum Bruder, from time to time, ja, weißt du, so noch manchmal. Und warum muss ich das sagen? Weil den Tag, wo wir sollten nach Israel, und ist mein Bruder, der dritte Bruder, angekommen und hat sich angeschlossen. Angeschlossen. Und wir sind alle drei zusammen. Nein, einer ist geblieben in die Sudeten. Er ist dann hingefahren, er war dort und der Bruder, der zu Hause war, wir beiden sind zusammen mit Gordonia Makaviazera zu einem bestimmten Kibbutz. Wir waren verbunden mit einem bestimmten Kibbutz, dass wir hinkommen nach Kibbutz Gezer. Aha, einen Moment. Also ihr habt ihr seid gekommen an illegale Aliano. Illegal, und da sind wir, wir dachten, dass durch die ungarische Grenze wollten wir durchgehen, aber die Grenze war sehr, sehr bewacht. Ja. Sind wir zurück und dann sind wir nach Österreich. Mhm. Und dann ging das von Österreich nach Deutschland, nach Belgien. Das hat ein Jahr gedauert. Ein Jahr. Ein ganzes Jahr haben wir gewandert. Habt ihr einen Schaliach gehabt, der mit euch war? Natürlich. Wir hatten einen Schaliach von Gordon Makavac, also von der Bewegung in Bratislava. Der ist gekommen schon aus Palästina, um euch mitzubringen? Nein. Der war schon trainiert. Mhm. Und der war viel älter als wir. Und der war schon vor dem Krieg ein Führer in der Organisation. Und der ist mit uns gefahren. Und dann ein anderer, der wollte uns noch bis zum Schiff bringen und dann zurück
der Tschechoslowakei weiterarbeiten in der Bewegung. Ein Jahr hat es gedauert. Ein Jahr waren wir in Bratislava bis hier. UNRWA nach UNRWA, weißt du, die, ja, die Camps. Die Camps. Ein Jahr, bis wir hatten das Schiff gekriegt. Und immer mit einem anderen, auf einen anderen Namen gelebt. Mhm. Immer habe, einmal war ich eine Griechin und einmal war ich Deutsche und dann, nein, Griechin und weiß jetzt nicht, was wir alles waren. Und Papiere sechs. Gegeben? Papiere haben wir, das war alles die Bewegung. Die Bewegung hat ja, alles. Ja, alles immer von Land zu Land, also wir müssen irgendwas andere Papiere haben. Warum? Weil die Autoritäten nicht. Weil in Frankreich am Beispiel haben sie bestimmt nicht wollen, dass wir dort stecken bleiben. Am Beispiel so, wir sind geblieben in Belgien. In Belgien waren wir ein paar schöne Monate, bis das Schiff kam nach Marseille, Theodor Herzl. Mhm. Dann sind wir auf den Theodor Herzl und endlich nach Israel angekommen. Aber da hat man uns erwischt, die British. Und war sogar drei von meiner Gruppe, von diesen 20, was gekämpft haben auf dem Schiff. Heute, wenn ich so zurückdenke, war doch ein Blödsinn. Es waren keine Aussichten, aber gekämpft und gefahren auf dem Schiff. Wir haben das Schiff gekappt. Wir haben uns ja erwischt. Und wir haben auch gesagt... Das, kannst du das ein bisschen... Ah, erweitern, also mehr. Ja. Na gut. Ja, also ihr kommt auf diesem Theodor Herzl illegalen Schiff, das auch in Marseille herausgefahren ist. Was war das für ein Schiff? No, kannst du vorstellen, Schiff, ja. Ein italienisches Schiff. Ja. Aber das war Herr Scheuße, das war terrible. Wir waren auf Banks voll und wir durften nicht, wenn ein Beispiel, wenn ein Flugzeug vorbeigefahren, geflogen ist, da mussten wir schnell reingehen und wir haben schnell auf die anstatt die ganz bereit, also wir mussten ja. Rein in unsere Fächer. Ja. Und das Flugzeug vorbei, konnten wir wieder rauskommen. Ein bisschen Luft. Ein bisschen Luft, genau. Es war so, wir waren so wie Hering. So. Ja. Wirklich so. Einer neben dem zweiten geschlafen. Und, aber das habe ich nicht einmal, das hat uns nicht. Und ich war Pflegerin, Krankenschwester auf dem Schiff. Weil ich habe ja nicht geendigt. Ich habe nur den ganzen, ich glaube, 8 Monate. Ich hatte ein Zertifikat, weil der Chef im Spital hat gedacht, dass ich mir ja wunderbar und ich sollte bleiben und wirklich, das war blöd. Ich hätte auslernen können. Du hast sicher 4 Klassen Volksschule. Genau. Und ein paar Monate Praktik. Genau. Gelernt. Schrecklich. Ja, ja, ja. Ich musste erst dann die Grammar, ja, in Slowakei, bevor er mich aufgenommen, musste ich viel lernen, damit ich überhaupt aufgenommen werden soll in diesem Spital. Ich habe sehr, sehr wenig gelernt in meinem Leben. Ja, also wie lange hat diese Fahrt gedauert? Die Fahrt hat gedauert ohne Ende, aber ich kann dir nicht wirklich nicht, weil wir sind auch stecken geblieben und wieder gewartet. 2 Monate hat es gedauert. Auf dem Meer? Oh ja, aber wir haben zum Beispiel in, war das noch nicht Griechenland, noch nicht... sind wir stehen geblieben in lange Zeit. In Kreta. Ja, ist ja klug. Kreta, ja. Und am Ende, also angekommen, wir haben gesehen, es hat keinen Sinn, also keinen Sinn, hat überhaupt keinen Sinn gehabt, zu also, kämpfen. Nein, kannst du jetzt ein bisschen erweitern, wie das war, diese großen Kriegsschiffe kommen an, ja, englischen. Und das war Nacht. Ja, es war Nacht und dann und auf einmal kriegst du diese Lichter. Scheinwerfer. Es war, ja, schrecklich. Es war so. Hat es sich Scheinwerfer? Ich war im Spital. Ich meine, sie hatten Spital. Ja. Es war so ein Teil, wo krank war. Ja. Und ich war ja im Ganzen, auch wie alt war ich damals? War ich 17 Jahre alt. Und zwar sehr nahe Freunde, dass die gefallen sind. Die hat man da runtergenommen vom Schiff. Und ich habe genommen, das wirst du jetzt nicht glauben, ich habe genommen, ich selber, 20, das waren damals Luminaletten, weil ich wollte auch runtergehen mit denen von dem Schiff. Ah, das wolltest du? Habe ich gewollt, mich der Magenvergiftung, weil ich habe verstanden, verstehst du, aber ich wollte eine Magenvergiftung kriegen, dass man mich runternimmt. Aber es hat mir nicht gelungen, weil ich war in einer guten Laune. Ich habe gelacht und gedacht, das hat auf mich so reagiert. Sie wurden erschossen?
die drei, ja. Ja. Die haben geschossen. Es war Kampf. Ja, es war ein Kampf. Wir wollten sich nicht. Habt ihr Waffen gehabt auf dem Schiff? Wir waren schon getrainiert, wenn es eventuell, wenn das passiert, was zu tun. Also haben die Engländer auf das Schiff geschossen? Ja. Bevor sie heraufgekommen sind? Ja, weil wir wollten sich nicht untergehen. Was ich sage, es war blöd, weil sie nicht, wir didn't want to give in. Okay, kämpfen. Naja, aber Leute, die so viel schon hinter sich haben. Ja. Und ja, dann haben wir gedacht, jetzt nicht mehr. Also, und da? Da haben sie uns alle runtergenommen auf einem britischen Schiff rauf und nach Zypern genommen. Also, und das war wieder ein ganzes Jahr in Zypern. Also, was war Zypern? Also, Zypern war ich dort Krankenpflege, neben einer anderen natürlich, weil ich war ja nicht ausgelernt, aber dort war es wieder, ich meine, es war ein Camp, ein Lager, aber man hat nicht gehungert. Es war Draht, aber es war kein elektrisches Draht. Mhm. Es war also alles parallel, aber zum Leben und nicht zum Töten. Aber die Gedanken? Na, die Erinnerung war die ganze Zeit dort, weil die Wachen waren dort. Es war sehr für die, ich meine, wir waren ja alle, nicht zu leben, wir waren ja alle nach aus den Lagern. Und im Ganzen waren wir ja nur eineinhalb Jahre, weil 47, zwei Jahre, 46 sind wir schon weg von Bratislava. Und 47 kamen wir in diesen Lager. Und es war sehr miserabel. Aber wir haben probiert, das schön zu machen für uns. Und wir haben angefangen, Tja, sich nicht runterlassen. Wir werden jetzt, das ist Gold, wir kennen ja ein Lager, was war zum, you know, für Tod. Ja. Da weißt du, das ist alles, haben wir so Harzaot, das ist zum Leben, Aufträge, Vorträge, das ist zum Leben. Und da waren auch Schlichi, da waren schon Schlichi von Israel. Dann kam einer speziell von unserem Kibbutz hier. Ah. Und da war schon Wurf, da war schon Kontakt mit Israel und Leben von Israel. Uns zu uns gesprochen. Wir waren nicht verloren, wir waren nicht verfremdet. Ihr wart organisiert, etwas vor euch gehabt. Und zionistische Ideologie. Mein Bruder, zum Beispiel, hat mir erzählt, niemand, aber trainiert für Israel, dass sie ankommen, mit Gewehr, wie umzugehen. Und er war wirklich früher rausgenommen, um zu sein in Israel und zu arbeiten. Ja, also jetzt, wie kommt ihr aus dem Lager heraus? Die haben dann annonciert, dass die unter 19 wurden früher, die Britisch waren noch in Israel. Und die Kinder unter 19 haben sie rauslassen nach einem Jahr. Die haben dann noch weiter geblieben. Und so kamen wir in diesem Kibbutz, wohin wir gehörten, wollten schon zwei Jahre vorher, kommen wir endlich an, wo ich dachte, na endlich, jetzt sind wir da. Da kommen wir und sprungen so runter vom Lastwagen, wo sie uns erwartet haben, in Tel Aviv, in Haifa, zum Kibbutz gebracht. Und da gerade geht vorbei so eine Frau vom Kibbutz und mit Menaschkot, weißt du, sie hat für die Kinder das Essen getragen im Kibbutz. Ja. Und wir so, Shalom! Und sie hat sich nicht einmal so gefreut, es war so komisch für uns. Also. Aber sehr kurz, schnell haben wir gelernt, eigentlich, dass es Krieg ist und dass sie so beschäftigt sind mit sich. Also ihr seid direkt in Krieg reingekommen? Natürlich! Ein Monat nachher wurde ich in arabisches Gefängnis. Ja, also das war jetzt diesen Monat in Gaza. Der Monat, das war ich also wieder Krankenschwester. Ja, gibt die... Also wir kommen an, okay. Daten ein bisschen. Daten war, das war April 48. Mhm. Und... Also da, Start von
von Israel existiert schon. Nein, also 46 werden von der Tschechoslowakei, 48, April 48 angekommen im Kibbutz. Aber da ist alles Krieg. Ich meine, es ist, wir wussten, es ist Krieg, aber so reinzukommen direkt in Kibbutz, und sie haben sich nicht interessiert an uns. Wir haben das nicht so begriffen, weil wir haben gedacht, endlich. Bin ja gerettet geworden mit diesem Gefühl im Konzentrationslager, das werde ich erzählen. Als Kind solche Geschichten, also solche Sachen, was ich überlebt habe, und würde das erzählen. Das hat mich gehalten. Das hat mich eigentlich im Konzentrationslager, glaube ich, gerettet. Weil ich habe immer alles überlebt. Und auch das habe ich überlebt. Das war schwerer. Und noch eine Selektion. Und überlebt. Und pflegen, mit Gott zu sprechen. Wie kannst du zuschauen? Wirklich, immer bin ich rausgegangen, in den Himmel geguckt. Wie kannst du das zuschauen? Ich war so brav. Ich meine, ich habe alles gemacht, was meine Mutter gesagt hat. Ich habe gebetet. Ich bin nicht schlafen gegangen, ohne zu beten. Ich bin nicht aufgestanden, ohne zu beten. Und Schabbes Nachmittag musste ich erst beten, und dann konnte ich mit meinen Freundinnen sich treffen. Alles getan. Und jetzt kommen wir an, da nach Israel, und nehmen mich da mal frei. Nicht aber gar nicht erzählen, was ich so erzählen wollte. Niemand fragt. Und das war so komisch. Und du wirst nicht glauben, Josef, der mein Mann ist heute, der war der Einzige, der fliegt zu uns kommen am Abend und sich so Geschichten erzählen lassen, weil er hat das so gelebt, diese Periode. Und er ist gekommen, welchen Jahr? Er kam 39 mit der letzten Gruppe aus Wien. Aha, er kam mit der gerade, Gruppe. Wirklich gerade, auch 5 Minuten vor 12. Und er hat sich interessiert. Das war die Gruppe von Gezer, die war in der Fall nicht Wien. Ja, die Gezer gegründet haben. Die waren von Tschechoslowakei und von Wien und von Österreich. Ja. Und er ist immer gekommen, sich so fragen und erzählen lassen. Und so sind wir auch heute, ich hoffe noch für viele Jahre, zusammenbleiben. Also in Gezer, nach einem Monat, ich war Krankenpflegerin. Ja, ich war Krankenschwester. Und so wirklich, ich habe Nachtdienst gemacht, weil von Gezer wurden Militär nach Latrun. Latrun im Ganzen waren 6 Kilometer, ja, von diesem Kibbutz, sodass der Kibbutz war eigentlich in Gefahr. Und was noch schlimmer war, dass gerade den Tag vorher hat man das Gewehr, die Masse, ich meine wenig gelassen, hat man das Gewehr nach Negev, nach was war die Negev, welche? Negba, sehr richtig. Nach Negba genommen. Dort ist das wichtiger. Aha, also die Waffen hat man euch entnommen, ja. Weil in Negba hat man sie mehr geworden. Weil die sind in einer schlimmeren Lage als wir. Aha. Was habt ihr gehabt, Waffen? 10 Gewehre? Genau, es war sehr wenig. Und den nächsten Tag, nachdem das Gewehr nach Negba ging, haben sie uns angegriffen. Da, Josef war damals am Land draußen, hat kein Gewehr, um zurückzukommen in Kibbutz, das war sein. Waren das jordanische Soldaten, die in Latrun gesessen sind? Ja? Na, das weiß ich, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht genau. Die Jordanier sind da reingekommen. Ja. Eigentlich nachher hat man gesagt, also nachdem man geforscht, dass sie wollten eigentlich nur kommen, das wirst du hören nach der Geschichte, ja. Um nur zu auszuforschen, wie viel Gewehr wir haben, wie stark wir sind. Die hatten wahrscheinlich nicht im Plan, um das zu besetzen. Ja. Aber der Angriff war alle Dörfer, die ringsherum, die sind gekommen, und das war schrecklich. Also nein, der Kampf ging, das hat 4 Stunden gedauert. Wir haben gekämpft bis zum Letzten und sind auch gefallen. 26
von der vom Kibbutz. Vom Vatikin, vom Kibbutz. Ihr habt überhaupt keine Hilfe gehabt, ihr wart allein. Sie haben versprochen, die ganze Zeit ging der Al-Kutna, das ging, dass sie kommen nur aushalten, halten, denn die Hilfe ist am Weg. Aber niemand ist gekommen. Sie kam erst nachher, nachdem es besetzt wurde, und die haben dann wieder gekämpft und sie zurück zu. Nach vier Stunden haben wir gekämpft und dann waren nachher, vier also Stunden später, haben sie das wieder erobert. Aber vorher ist noch jetzt so die Geschichte, dass die Frauen haben sie dann nach, ich habe Nachtdienst gehabt. Und da kam auf meine Veranda ein Pagas, ein Obus, ja. Und da habe ich aufgewacht, nicht einmal Zeit gehabt, sich umzuziehen, weil da kam der zweite und habe nur schnell, ich habe ausgezogen die Pyjama und habe schnell meinen Schwester Kittel angezogen und bin gelaufen im Bunker. Und so wurde ich auch genommen dann im Gefängnis. Die Männer haben sie genommen nach Jordanien für ein ganzes Jahr. Aber Josef war in Jordanien? Nein, Josef war im Land, in den Feldern und hat kein Gewehr gehabt, um zurückzukommen, hat nichts gehabt, um zu kämpfen. Ist er weggelaufen? Ist er gelaufen? Nein, er ist gegangen nach Nahn, der Nachbarkibbutz, und hat geschrien, kommt, gib mir etwas, gib mir Gewehr, ich will zurück. Und wir haben gesagt, das ist zurück, sie wussten schon, also, und sie haben ihn zurückgehalten. Und die Männer hatten nach Jordanien und uns nach nach Lud, dort im Gefängnis. Und am Weg eigentlich, den sie uns geführt haben, hätten sie uns schon ein paar Mal ermorden wollen. Aber in Jordanien waren britische Offiziere, die haben geführt, die Jordanien, die haben die Befehle, natürlich haben sie unterrichtet, sie haben sie, wie das zu handeln, sodass wir sind im Leben geblieben und dann wieder in Lut. Es war sehr schwer, nur wegen die Britischen, ich muss sagen, dass sie haben immer sie erwischt, in die letzte Minute, dass sie uns antan wollten. Aber durchzugehen, Ramle, das war scheußlich. Durch die Stadt. Durch die Stadt und die Araber auf beide Seiten, die Frauen, also so, wurde der Mann gefeiert, dass wir... Dass man einen Kibbutz erobert hat, mitten im Land. Jetzt mein Bruder, Yossi, war in unserem Kibbutz, hat gekämpft, bis zum letzten. Und dann ist er weggelaufen und auf der Gader, auf der wie er weggelaufen ist, hat er gekriegt ein Bullet, ein Schuss auf den Herzen, aber in der Tasche, auf dem Hemd, hatte er einen Zünder gehabt. Ein Zigarettenzünder. Das ist wirklich komisch zu sagen, aber die Zigaretten, dass er geraucht hat, hat ihn gerettet. Ja. War auch hier in die Zeitung geschrieben übrigens. Und ist nicht durchgegangen, aber er ist in Ohnmacht gefallen und ist dort liegen geblieben. Aber so wie die Araber reingekommen sind, um zu sein sicher, dass er tot ist, haben sie ihm noch ein Messer in den Rücken gegeben. Und nur nachdem sie ihn wieder besetzt haben, zurückerobert haben, haben sie ihn dort im Spital genommen. Aber er ist geblieben. Schock hat er, den Schock. Damals hat man Schock nicht gewusst, wie zu behandeln und hat sehr lange gelitten, noch Kopfschmerzen und oft. Und es hat gedauert eine lange Zeit, dass er sich raus davon. Aber er ist im Leben geblieben, hat eine herrliche Familie, gehabt, drei Kinder und Enkelkind. Okay. Uns haben sie dann umgetauscht mit Jordanien-Offiziere ausgetauscht, die Frauen. Die Männer sind geblieben ein ganzes Jahr in Jordanien, aber die Frauen haben sie ausgetauscht mit Jordanien-Offizieren. Nach dem Krieg war das, ne? Nein, war im das Stillstand. War noch der Stillstand. Genau, im Stillstand. Der Stillstand war gerade nach dem Angriff. War dann, im ersten Stillstand war das. Ja. Und
so sind wir zurückgekommen, der Kibbutz war ganz schrecklich. Ja, ah, da haben wir das wieder den alles. Den Kibbutz, wie er war, habe ich gesehen damals. Ja, der war ganz zerstört. Ganz zerstört. Ja. Haben wir wieder dann angefangen aufgebaut. Aufzubauen wieder. Aber da hat mir gedauert, also ich war 11 Jahre im Kibbutz. Und bis meine Tochter geboren, dann wollte ich weg vom Kibbutz. Ich habe nie geträumt oder gedacht, ich würde nach Australien kommen. Nur, ich war eine Zionistin, wirklich, ich war sehr aktiv im Kibbutz. Ich bin sogar bis Ökonomie, wenn du weißt, diesen Begriff, was das im Kibbutz eine Aufgabe war, eine der schwersten Aufgaben, die Frauen gehabt haben. Und das habe ich 2 Jahre gemacht, aber immer war ich mit diesem Gedanken, seit meine Tochter geboren, die Dalia geboren war. Seit damals war nicht für mich. Ich wollte ein Heim, wie ich hatte, ein Heim zu Hause. Und ich wollte, es hat nicht. Du wolltest ein Haus. Ein Haus, mein Haus. Eine Familie wieder aufbauen. Ja. Also meine eigene, für mich, dass jemand die Dalia erzieht, sondern ich wollte das selber machen. Ich wollte wirklich ein Heim. Und das hat uns dann nach Australien gebracht, weil meine Tante war hier in Australien und hat gesagt, alright, komm für 5 Jahre und mach ein bisschen Geld und dann wird es was. Weil ich habe gesagt, was können wir machen? Wirklich, ihr selbst Profession, Beruf ist nur Land, er war ein Landwirtschaft. Und er war so ein Zionist, ich konnte das ihm nicht einmal beibringen, dass wir weggehen sollen. Aber, also, so war das dann, dass wir sind. Kurz und billig nach Australien gekommen. Und ich war die Glücklichste, wenn wir sind zurückgekommen haben. Und, aber das hat 20 Jahre gedauert, dass wir nach Jerusalem gekommen sind, haben uns eine Wohnung gekauft und haben gedacht, ach, das ist ja herrlich. Aber wahrscheinlich das Schicksal wollte es nicht genau so, weil es ging nicht mit dir. Ich meine, das ist eine andere Geschichte. Ja, die Geschichte ist, ja, also deine Töchter auf jeden Fall, beide sprechen sehr gut Hebräisch. Ach, wir tun. Und die Enkel auch. Also das, die gehen, das ist meine größte Lohn, dass ich, dass meine Enkelkinder, 5 Enkelkinder, und die gehen alle in jüdische Schulen und also Hebräisch, wir sprechen zu denen Hebräisch und ich spreche Hebräisch und ich, wie du weißt, dass die Shanit, unsere Große, war hier 1 Jahr und spricht wunderbar Hebräisch. Und mit den Kindern beim Tisch, nur Hebräisch. Und manchmal, wenn sie haben angefangen, in Englisch zu sprechen, die haben nie geantwortet. Also ich möchte doch eine ganz kleine Frage von der Identität. Eine Frau, die das durchgelebt hat, was du durchgelebt hast, also hast doch den größten Teil ihres Lebens in Australien gelebt. Doch. Jetzt schon kann man so sagen. Ja. Was? Wie möchtest du dich da? Was fühlst du dich da? Was bist du? Es ist wirklich nicht einfach. Du siehst doch, wir kommen jedes Jahr. Weil, und glaub mir, wir sind zu Hause sparsam. Ich möchte nicht sagen, wir essen nicht, aber sehr vorsichtig mit dem Ausgeben das Geld. Alles geht nur, damit wir die Fahrt haben, dass wir das uns, können wir das, dass wir können uns leisten, nach Israel zu kommen. Und wenn ich dich frage, was bist du? Bist du eine Israelin? Ich fühle mich Israelin. Ist nicht schön zu sagen, sondern richtige Israelin. Nein, weil jeder ist, was er sich fühlt. Jeder ist so alt, wie er sich fühlt. Und jeder ist, was er sich fühlt. Ja, aber es hört sich an, weißt du, so, leicht zu sagen, Israelin, sie lebt sich in Australien und hat es so viel leichter und ich weiß was. Ich weiß nicht, ob so. Ich weiß, egal, aber die Israelis haben das nicht so gern. Es ist nicht, ich kann das verstehen. Nein, aber was, wenn du fühlst du dich eine Israelin, fühlst du dich eine tschechische Jüdin, fühlst du dich eine australische Jüdin, nein, fühlst du dich ein Israeli, was fühlst du dich? Das ist, was ich fühle. Das Israeli. Israel. Also diese paar Jahre. Die das größte Kompliment ist in Australien, wenn man mich als Israeli
denkt. Ja. Und viele tun das und das, ich bin sehr, weil ich bin aktiv in dieser Art auch, ja, in verschiedenen Israelis. Zum Beispiel meine Enkeltochter hat heute Yom Yerushalayim, sie und Ronny haben ein herrliches Programm vorbereitet. Ja. So dass wir leben sehr. Ihr lebt israelische in der Atmosphäre. Familie, in der die Atmosphäre ist sehr israelisch. Bei mir ist immer Kachollawan auf den Tisch gedeckt, weißes Tisch und blaue. Sie wissen schon, meine Enkelkinder, wenn Buddy, der Kleine, kommt mir sogar helfen. Wo sind die blauen Serviettes? Sehr israelisch, ja. Und kulturell? Wie kriegst du die kulturell? Was spricht dir zu? Was interessiert dich? Alles, was hat jüdisch, Judentum, jüdisch, Ivrit zu tun. Wir haben Freunde, die meinen uns sogar, dass wir sind schon, dass sie sagen, you are one-side-minded, one-track-minded, alles, we can't help it. Tut mir leid, aber so denken wir, wirklich alles, das hat zu tun mit Judentum. Alles kann ich doch nicht sagen. Ja, ich gehöre zu einer israelischen Choir. Bye.